Das geht jetzt ein bisschen schwieriger. Ich kann das nicht. Ich hoffe, hier schauen keine Pros zu. Weil die greifen sich spätestens jetzt auf den Kopf und denken sich, was macht die Verrückte da eigentlich gerade in diesem Video? Da kann man nicht, ich komme gleich wieder. Oh, mir ist mein Fuß eingeschlafen. Vielleicht will ich es meinen, aber dieses Ding riecht auch riesig. Also ich glaub's halt. Hallihallo und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute dreht sich alles um das Thema Make-up. Ihr seht, ich bin schon geschminkt, das war aber nicht die ganze Zeit so, denn ich habe euch ins Badezimmer mitgenommen, habe mit euch ausgemustert, habe mit euch geputzt, habe mich live hier vor der Kamera geschminkt und ich sage euch eins, es ist ziemlich lustig geworden, alles anders professionell, aber macht nichts. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Ich verrate euch alle Details zu den Produkten, die ich heute im Gesicht trage und was meine Favoriten sind und. Aber wie gesagt, alles auf Anfang, also jetzt mal zurückspulen. Ich zeige euch, was ich heute in der Früh getan habe und dann geht's auch schon los. Ganz viel Spaß wünsche ich euch. Ihr seht, ich bin noch komplett verstrubbelt und das hat auch einen Grund. Ich habe vorher nämlich nur ganz schnell die Haare gewaschen, denn heute, ihr seht es schon am Titel, dreht sich hier alles um das Thema Make-up, Hair, Beauty, also all die Oberflächlichkeiten. Ich zeige euch nämlich, was ich also in meinem Make-up-Schrank versteckt habe, welche Produkte ich im Normalfall für mein Make-up verwende. Wir machen das heute alles gemeinsam. Und ihr seht, ich war endlich Gott sei Dank wieder beim Friseur, habe frische Farbe am Kopf und einen frischen Bob geschnitten bekommen. Bin sehr happy damit, denn ja, nach über 12 Wochen Corona ohne Friseur und ohne Nachfärben war das wirklich schon allerhöchste Eisenbahn. Die Nägel werden wir dann auch noch gleich lackieren, aber erstmal ab ins Badezimmer. Ich nehme euch mit und werde auch gleich den Badezimmerschrank, glaube ich, ausmisten und putzen. Der schaut nämlich ein bisschen aus. Her, rein spaziert ins Badezimmer. Und ihr seht, ich bin schon bewaffnet. Denn der Spiegelschrank gehört auf jeden Fall geputzt und ausgemistet. Hier liegt alles in Kraut und Rüben nur drinnen. Genauso wie da drüben die Make-up-Produkte und die ganzen Sachen von den Jungs. Das werde ich jetzt gleich in Angriff nehmen. Und dann zeige ich euch den Inhalt hier drinnen. Ich werde gleich ausmisten und ich schminke mich mit euch gemeinsam. So, ihr seht, ich habe schon mal alles hier aufgereiht, was eigentlich so zu meinen Make-up-Favoriten zählt, beziehungsweise Dinge, die ich auf jeden Fall immer wieder verwende. Ich habe zunächst mal Fragen zu den Pinseln bekommen, welche ich hier nutze. Also, die gehören auf jeden Fall gewaschen, ihr seht es ganz gut, aber Pinsel, die ich wahnsinnig gerne und schon sehr lange verwende, sind von Real Techniques. Hier Puderpinsel, Blushpinsel und das ist auch für Bronzer verwende ich die. Dann verwende ich auch einfach Look by Bieber, beziehungsweise das ist ein Pinsel von Arky by Kiss, weiß ich nicht. Ganz neu habe ich Noel Pinsel, die sind zum Beispiel bei Bieber erhältlich und hier haben wir auch verschiedene kleine Noel Pinsel, die dann für, ja, Eyeshadow, so sind die für Eyeshadows verwende. Bei der Gesichtscreme verwende ich unter anderem die Sisa Plast. Und zwar gibt es hier zwei verschiedene. Einmal mit einem SPF 50, also mit einem Lichtschutzfaktor. Die ist auch sehr gut für tätowierte Haut. Die ist regenerierend und baut für mich so eine richtig optimale Schutzschicht auf. Oder ich verwende, wenn ich keine Sisa Plast verwende, eine Augencreme plus eine Tagescreme. Und als Base verwende ich sehr gerne die Tolerance Sensitive Latent Creme. Also eine getönte Tagescreme und Feuchtigkeitspflege. Make-up verwende ich sehr selten bis gar nicht. Hier habe ich auch die Marke La Roche-Posay.
Wenn, dann eher nur im Winter, im Sommer eigentlich gar nicht. Da versuche ich eher sehr wenig Make-up zu tragen, um auch die Sommersprossen rauszulassen. Also diese getönte Tagescreme. Oder ich verwende einfach überhaupt keine Creme. Also keine farbige Tagescreme so, sondern nur die Creme und anschließend das Puder. Beim Concealer verwende ich einen von L'Oreal. True Match. Das Thema Augenbrauen, wie ihr seht, ist mir sehr wichtig. Hier verwende ich zwei Pinzetten auf Real Techniques und sonst die Produktpalette von Benefit. Unter anderem zwei Brown Pencil, einen stärkeren, das ist der Goof Proof Brow, dann den Precise My Brow, der ist ein bisschen dünner. Hier gibt es auch noch so ein Puderpinsel. Dann haben wir hier Augenbrauenpuder, Augenbrauengel, Gimme Brow und ein Augenbrauen-Concealer für Glow. Wenn ich ein Minimal-Make-up mache, verwende ich auch gerne von La Roche-Posay einen etwas helleren Braunstift, wenn ich sie nicht zu stark betone. Dann habe ich ganz vergessen, kommen wir zum Puder. Hier verwende ich unter anderem ein Puder von La Roche-Posay, genauso wie von L'Oreal. Das kommt immer nach Creme bzw. nach einer Foundation oder nach Make-up. Oder wenn ich schon Make-up verwende, was wie gesagt sehr selten ist, dann komme ich mit einem Magic Loose Puder, das transparent ist. Nach dem Braun kümmere ich mich immer um die Wimpern. Hier habe ich meinen Favoriten bei der Mega Volume Miss Baby Roll gefunden. Die mag ich am allerliebsten. Dann habe ich auch für Minimal Make-up von La Roche-Posay eine Mascara. Eyeliner ganz wichtig und der allerbeste Eyeliner ist von Essence. Der kostet, glaube ich, nur 3 Euro oder so, aber er ist tipptopp. Liquid, er hat einen schönen Pinsel, macht einen schönen langen Strich und ich liebe ihn. Also den kaufe ich eigentlich, ich glaube, alle 2 Monate nach, weil ich ihn ständig verwende. Dann kommen wir zum Thema Blush. Ganz neu mag ich ganz gerne so einen Peachy Blush. Ihr seht, ich verwende das wirklich sehr oft, weil alles... Oh, jetzt kriege ich das nicht auf. Weil alles schon halb leer ist, ein Bronzer bzw. etwas rötlichen Blush und hier den Hoola von Benefit, das ist auch ein Bronzer. Dann kommen wir zum Glow. Hier einen Highlighter von Catrice. Sehr gerne verwende ich das Glow Me Highlight Powder und auch den Gold Rush ebenfalls von Benefit. Sehr selten bis gar nicht verwende ich Kajal. Gerade bei Halloween-Make-up sehr gerne oder wenn ich dann doch mal die Augen betonen möchte, falls ich Lidschatten verwende, weiß und schwarz von diversen Marken, unter anderem von La Roche-Posay bzw. von Gauche. Ich habe wahnsinnig viele Lidschattenpaletten, ich verwende sie nur nie. Unter anderem diese Off-Tropic, die ist etwas knalliger, beziehungsweise von Maybelline Total Temptations. Und hier auch ist jetzt, ich verwende dann Brauntöne, Kupfertöne, das passt einfach zu meiner Haarfarbe ganz gut und zu den grünen Augen. Hier habe ich verschiedene Lippenstifte. Ich kann die euch gerne zeigen, die gibt es aber meistens gar nicht mehr. Das sind eher alles so rötliche Töne, beziehungsweise dunkelrot oder bräunliche Töne von der Eigenmarke von Bieber. Die verwende ich ganz gerne, schaut es euch da mal durch, oder von NYX. Und dann gibt es noch Lippenpflege von La Roche-Posay und die wurden mir ganz neu zugeschickt. Das sind Samples, die sind Limited Edition, beziehungsweise den Lip Scrub verwende ich auch sehr gerne. Also das sind immer so die Sachen, die täglich irgendwie auf mein Gesicht draufkommen. Ich zeige euch jetzt auch gleich, wie ich mich schminke und was ich da jetzt wirklich so an einem ganz normalen Tag verwende. Ich habe mir jetzt inzwischen ein bisschen durch die Haare geglättet. Sie sind leider nicht so geworden, wie ich sie gerne hätte, aber was wir machen. Und der Schrank ist hier schon aufgeräumt. Tada! Es ist alles schön geordnet. Ihr seht es ganz gut. Ich bin ein großer Essie-Nagellack-Fan. Hier sind jetzt Bobbypins und Haargummis. Hier sind so große Scrunchies, Tagespflege, Make-up, Puder, Augensachen, Pinsel, Braunding, Pinsel, Lippenpflege und damit bin ich jetzt eigentlich richtig happy. Und so ein aufgeräumtes Badezimmer, das ist wirklich schön. So, tada, wir sind jetzt in meinem Schlafzimmer, damit ich irgendwo einen möglichst hellen Platz finde, um jetzt dieses Make-up zu machen. Ich bin kein Pro, ich bin kein Make-up-Artist, ich bin kein Beauty-Vlogger, ich kenne mich nicht aus, ich trage diese Produkte so auf, wie ich sie eigentlich immer auftrage und ich habe eigentlich keine Ahnung von nichts. Es ist einfach nur so, dass ich mich sehr gerne täglich schminke und ich, falls ich irgendwas falsch verwende, weil man es ganz anders nutzt, tut mir das leid. Es geht jetzt einfach nur darum, dass ich euch jetzt mein Everyday Make-up zeige, also was ich eigentlich am liebsten tagtäglich trage und wie ich das mache. Die Produkte habt ihr ja gerade gesehen.
Ich habe es ja schon vorgestellt, ich zeige es euch jetzt hinterher auch nochmal. Fangen wir mal damit an. Mein Gesicht ist ganz, ganz frisch, ungeschminkt und heute von der Früh von der Dusche gereinigt. Als erstes verwende ich das Dermallergo Serum von La Roche-Posay. Ich habe keine Ahnung, wie man ein Serum richtig aufträgt. Ich mache das eigentlich immer unter den Augen, auf der Stirn, auf der Nase und hier unten. Und ich habe mal gelesen, man soll immer von den dünnsten Hautstellen, das wäre jetzt quasi von den Augen und der Nase, ausgehen. So ein Serum nach außen zu den dickeren Stellen streichen. Ob das stimmt, ich weiß es nicht. Aber ich mache es einfach so. Ein bisschen einziehen lassen. Dann verwende ich diese zwei Produkte. Also als erstes die Hyalur B5 Augencreme von La Roche-Posay und von La Roche-Posay die getönte Feuchtigkeits-, also die Tagescreme und Feuchtigkeitspflege. Ich schaue übrigens nur darüber, weil ich da einen Spiegel stehen habe. Im nächsten Schritt also die getönte Tagescreme. Und ich trage das am liebsten mit den Fingern auf. Ich mache mich dann einfach zu schmutzig, aber ich mag keine Pinsel für feuchte Produkte. Also für Tagescreme oder Concealer, das mache ich erst mit den Händen mit Puder, dann mit Pinsel, aber das andere passt mir nicht so richtig. Von L'Oreal den True Match Concealer. Für die Augen und ein bisschen neben der Nase, der ist nämlich etwas heller. So, und jetzt kommt das Puder, das wirklich dieses hier von L'Oreal Perfect Match zum True Match Concealer, das passende Puder. Das heißt übrigens der Ton Beige. Im Anschluss an das Puder verwende ich diese zwei Produkte von Benefit. Einmal das Gimme Brow Gel und einmal den Precise My Brow Brown Stift im Farbton 4.5. Zuerst zeichne ich mir, hoppala, erster Spiegel. Zuerst zeichne ich mir hier unten mit so kleinen feinen Strichen, also ich mache nicht einen langen Strich, sondern ich mache das eher feiner, die Braue vor. So wie ich diesen Bogen unten gerne hätte. Dann kommt hier oben ein kleiner Strich. Die Sache ist auch die, wenn man sich eigentlich tagtäglich vorm Badezimmerspiegel schminkt, hat man ganz anderes Gefühl, als wenn man da jetzt sitzt mit so einem kleinen Spiegel in der Hand und nicht die gewohnte Umgebung hat. Und ich bin auch jemand so, ich kraxle immer voll nah in den Spiegel rein. Das ist auch, wenn wir in Hotels sind oder so, dann tut mir total schwer, wenn der Spiegel so weit weg ist, weil ich bin immer urnah am Spiegel, weil ich mich nur so schminken kann. Und jetzt habe ich keinen Spiegel da und jetzt wird das alles ein bisschen schwieriger, aber wir werden das schon schaukeln gemeinsam. Mit dem Braungel übrigens, Anleitung vergessen, jetzt einfach die Brauen. Wo ist es? Da ist es. Ich bin tiptop vorbereitet, wirklich. Auffüllen. Was war das gefehlt? Also mit dem Braungel die Augen auffüllen. Augenbrauen auffüllen. Das ist nicht nur ein transparentes Gel, sondern auch ein Farbgel und ebenfalls im Ton 4.5. Und Benefit. Also Braue schon etwas voller als die Braue drüben. Oh Gott. So, ich muss mir jetzt mal den großen Spiegel herholen. Das ist übrigens so ein Spiegel. Ha, jetzt seht ihr, wo ihr steht. Weil, oh, ich kann das nicht. Na, das wird ein lustiges Video. Ich kann das nicht, wenn ich nicht ganz nah am Spiegel habe. Tja, ich hoffe, hier schauen keine Pros zu, weil die greifen sich spätestens jetzt auf den Kopf und denken sich, was macht die Verrückte da eigentlich gerade in diesem Video? Ich glaube, ich werde diese Szene auch nicht rausschneiden.
Ich lasse das im Video drinnen. So. Ist euch auch so heiß wie mir oder ist es nur mir so heiß? Also, ich tue mich gleich nochmal abpudern. Ihr seht, die Augenbrauen sind betont. Und im nächsten Schritt kommen wir zum Mascara. Eine Leserin hat mir mal geschrieben, dass sie es total interessant und lustig findet, dass ich zuerst Mascara auftrage und dann Eyeliner. Früher habe ich es auch immer anders gemacht, jetzt bin ich es einfach so gewohnt. Ich muss mich aber gleich entschuldigen, ich kann Mascara nicht auftragen, wenn ich nicht wieder, wie gerade eben, in den Spiegel reinkraxel. Deshalb werde ich das jetzt ohne Kamera machen, vor allem, wenn man auch ziemlich dumm ausschaut, finde ich. Also, es schaut halt nicht gut, wenn man so die Wimpern macht. Deshalb, ich verwende auf jeden Fall das Mega... Welche sind die vollere? Welche sind die neuere? Ich weiß nicht. Mega Volume Miss Baby Roll von L'Oreal. Das ist meine allerliebste Lieblingswimperntusche. Die ist so... Ich hoffe, dass man gut sieht und jetzt seht ihr es jetzt richtig. Und ich muss jetzt schnell aufstehen, ins Badezimmer gehen und mir meine Wimpern machen, weil ich kann das vor der Kamera nicht. Ich komme gleich wieder. Oh, mir ist mein Fuß eingeschlafen. Mein Fuß ist eingeschlafen. Au. Da bin ich wieder. Und ihr seht, ich habe nicht nur meine Wimpern gemacht, sondern ich habe auch gleich mein Eyeliner mitgemacht. Ich kann den Eyeliner nämlich auch nicht vor der Kamera, da muss ich genauso wirklich so knapp vor den Spiegel hinkraxeln. Ich meine zu den Essence Liquid Eyeliner. Der ist richtig toll, weil er so einen langen, so einen langen Pinsel hat. Und mit dem kann man halt so einen richtig schönen Schwung machen. Ja. Man sieht es ganz gut. Also, die Augen sind fertig. Juhu! Das heißt, mit den fertigen Augen kommen wir jetzt zum Rest. Das wäre in dem Fall Blush, Bronzer, trage ich immer. Ist ganz, ganz wichtig, weil sonst komme ich mir sehr blass vor. Die roten Haare sind ja doch sehr kontraststark und durch diesen Touch-Farbe im Gesicht schaut nicht so aus wie eine Leiche. Dazu verwende ich zwei Dinge am liebsten. Einmal von LOV Sun, den Bronzer. Der ist leider schon sehr leer und ich habe Angst, dass es den nicht mehr gibt. Und von L'Oreal, den Life's a Peach Blush. Der hat so einen richtig schönen Pfirsichton und der riecht nach Pfirsich. Vielleicht will ich es meinen, aber dieses Ding riecht nach Pfirsich. Also ich glaube es halt. Jetzt kann ich zwei Sachen nehmen, weil ich einen kleinen Spiegel brauche. Auch wenn ich mir dieses Video nachher anschaue, werde ich sicher lachen, weil es total verrückt ist. Also, einen Noël Blush Brush Pinsel. fange hier unten an und trage nach oben auf. Ohne mit Wasser. Blush ist fertig. Jetzt kommt das Aura Glow Powder. Das ist so für mich... Wo ist der Pinsel? Ich habe den Pinsel vergessen. Ich muss mal aufstehen, ich komme gleich wieder. Mir fehlt der Pinsel. Tipptopp vorbereitet. Aber jetzt ist mir der Fuß immerhin nicht eingeschlafen. Pinsel am Start. So, mit diesem Pinsel nehme ich dieses Glow Powder Aura Ding von LOV. Das ist quasi wie so eine Art Highlighter für mich. Den trage ich auf den Nasenrücken auf. Das schimmert schön. Und über dem Blush und darunter. Ich glaube, das soll so passen. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt fertig mit allem, was ich ins Gesicht schmiere. Jetzt kommen noch als allerletztes die Lippen. Und zwar den neuen Labello Lip Scrub. Der hat den Vorteil, das ist Lippenpflege und Scrub in einem. Und so ganz, ganz kleinen Scrub-Partikel. Das heißt, es pflegt und kühlt in einem. Tada! Make-up fertig. Haare auf. Haare durchwuschen. Vielleicht nochmal mit dem Glätteisen drüber gehen. Und das war's
Make-up sitzt, also das ist alles, was ich eigentlich tagtäglich mache. Das waren jetzt wie viele Produkte? 10, 12, die ich mir ins Gesicht klatsche. Damit fühle ich mich eigentlich wohl. Ich betone mir jetzt die Augen recht stark und ein bisschen Farbe auf den Wangen. Das war es auch schon. Die Sommersprossen sollten auch ein bisschen durchscheinen. Ich zeige euch jetzt nochmal alle Dinge in der nächsten Einblende, wo ihr seht, was ich jetzt alles verwendet habe. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß in diesem etwas anderen Make-up-Tutorial, beziehungsweise wie ihr mir zugeschaut habt, wie ich Make-up auftrage, auf die unprofessionellste Art und Weise. Aber macht nichts. Auch Amateure machen ihr Make-up gerne. So, genug gequasselt, wir sehen uns dann gleich wieder. Das war jetzt also ein kleiner Exkurs gemeinsam mit mir in Sachen Make-up. Ihr findet jetzt alle Produkte, die ich heute verwendet habe, inklusive meiner Favoriten, auf dem Blog verlinkt. Das ist ein riesengroßer Blogpost, da könnt ihr euch alles raussuchen. Es gibt auch ein paar Links zu Schminkvideos, die ich dabei schon auf Instagram gemacht habe. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, wie ihr diesen Look hier nachschminken könnt. Es war alles anders professionell, aber ich hoffe, sehr witzig und ihr konntet ein bisschen lachen und euch vielleicht jetzt auch ein bisschen Inspiration mit nach Hause nehmen. Ich melde mich auch ganz bald wieder mit einem neuen Vlog. Mal schauen, welches Thema der dann haben wird. Aber jetzt genieße ich noch den Dienstag. Heute ist ein falscher Montag, denn wir haben Pfingstdienstag. Nein, Pfingstmontag ist vorbei, Pfingstdienstag gibt es gar nicht. Aber mein Mann kommt dann bald nach Hause und dann gibt es griechisches Essen. Und mit diesen Bildern lasse ich den Vlog jetzt auslaufen. So, das war's. Also, bis bald und gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich sehr über euer Feedback.